Hallo und herzlich willkommen zum Boxing Day, dem Talk über Boxen hier im Hauptstadtsender TV Berlin aus dem Mercure Hotel Moa in Berlin. Und obwohl wir natürlich in Berlin sind, haben wir heute eine Hamburger Legende zu Gast. Mein erster Talkgast ist Kalle Schwensen. Kalle, herzlich willkommen. Guten Tag. Freut mich, dass ich hier in deiner Sendung sein kann und ein bisschen über mein Projekt erzählen kann. Ja, Kalle, man kennt dich natürlich vor allem in Hamburg und aus Hamburg von der Reeperbahn, aber in Berlin hast du ja auch bestimmt viele Freunde, viele Fans. Erzähl noch mal ein bisschen was zu deinem Werdegang. Wann bist du nach Hamburg gekommen? Man hört es ein bisschen, du bist nämlich kein gebürtiger Hamburger. Also ich bin mit 12 Jahren nach Hamburg gekommen. Ich bin geboren in Bayern, wie man ja sieht. Und bin aber aufgewachsen in Hamburg, fühle mich auch mit Hamburg verbunden. Aber wir leben in Deutschland, das heißt, wir besuchen auch ab und zu Städte wie Berlin, München und sonstiges. Aber in erster Linie schlägt mein Herz für Hamburg. So, und in Hamburg hast du jetzt auch was ganz Besonderes vor. Generell muss man sagen, du bist großer Boxfan, auch Stammgast an Boxringen, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Jetzt hast du aber gesagt, am Boxen stört dich irgendwas. Naja, ist Folgendes. Ich habe selber mal vor über 20 Jahren eigene Veranstaltungen gemacht. Und in der heutigen Zeit beim Boxen ist es eben so, dass es etwas fehlt am Glamour, am Glamour, an gute Unterhaltung und vor allen Dingen an richtig harten Fights. Es ist so, wenn ein Veranstalter gleichzeitig Manager von Boxern ist, hat er natürlich ein ureigenes Interesse, dass seine Boxer gewinnen. Das heißt, es werden Gegner verpflichtet, gegen die der eigene Boxer schwer verlieren kann, es sei denn, er geht in den Ring und bricht sich das Bein. Aber ansonsten ist es sehr einseitig, sehr häufig. Und dann gibt es Punkturteile, die manchmal sehr fragwürdig sind, sodass die Halle ein ganz anderes Urteil gesehen hat als die Punktrichter. Und das möchte ich ganz einfach umgehen und habe deshalb geplant, so ein Gala-Dinner-Boxing, so richtig Hardcore-Fight. Und das Besondere dabei ist, bei uns bekommt nur der Gewinner Kohle. Bei jeder anderen Boxveranstaltung ist ganz klar, da wird die Börse vorher verhandelt. Und wenn dann ein schwacher Gegner gegen einen Champ boxt und sagt, ich kriege nicht nur eine Mark mehr, warum soll ich 12 Runden durchstehen, dann lege ich mich in der zweiten oder dritten Runde hin. Und das ist bei uns nicht der Fall, sondern nur der Gewinner schnappt, the winner takes it all und eine hohe Geldpreis und der Verlierer, der hat außer Reisekosten und Hotelkosten keine Gewinne zu erwarten. Das ist jetzt die eine Neuerung, dass nur der Gewinner Geld bekommt. Aber jetzt hast du auch gesagt, Fehlurteile nerven dich auch. Ganz genau. Und wie sieht es bei dir aus mit Punktrichtern? Ganz genau. Punktrichter brauchen wir nicht. Es geht darum, wir haben eine spezielle Form der Fights, also das ist so nach den K1-Regeln. Das heißt, es darf auch mit Ellbogen geschlagen werden, es darf getreten werden, Low Kicks, aber es darf nichts Illegales gemacht werden. Das heißt, nicht Stechen in die Augen, keine Kopfstöße, nicht Beißen, keine Schläge oder Tritte auf den Kehlkopf. Aber ansonsten ist alles erlaubt, aber eben nur Standing Fights. Und die Rundenzahl ist begrenzt auf 5 Runden, wobei die ersten 4 Runden 3 Minuten haben, eine Minute Pause. Und wenn bis dahin kein eindeutiges Ergebnis ist, dann geht die 5. Runde nonstop. Und wenn es eine Stunde ist, bis ein Gegner K.O. ist oder aufgibt und dann ist ein klares Ergebnis und das ist, was die Leute sehen wollen. Das ist ein ehrlicher Fight und dadurch ist natürlich auch, wie gesagt, gewährleistet, dass jeder sein Bestes gibt, weil man darf die Gäste nicht unterschätzen. Sie wissen, um was es geht, sie haben ein bisschen Ahnung von Boxen und die möchten gute Fights haben. Und dazu gehört natürlich auch ein gutes Entertainment vorweg. Das heißt, wir fangen an um 20 Uhr mit einem 4-Gänge-Candlelight-Menü, mit Champagner, mit Weinen, alles erlesene Getränke, alles top. Mit Unterhaltung während der zwischen den Gängen, mit Tischzauberern, mit Walking Acts, etwas, was es so noch nicht gegeben hat. Nach dem Dinner, so gegen 22 Uhr, gibt es dann eine erstklassige Burlesque-Show mit 3 Künstlerinnen und danach findet in einem gesonderten Saal, findet dann das Boxen statt. Dort steht nur der Ring, 400 Plätze, das Ganze muss man auch sagen, ist nur begrenzt auf 400 Personen. Und dort findet das Boxen statt, freie Wahl. Das ist nämlich auch etwas, was die meisten Gäste stört, wenn die heute bei einem Boxkampf teilweise bis zu 1200 Euro zahlen für die erste Reihe. So fängt die erste Reihe erst in der 6. oder 7. an, weil die ersten 5 bis 6 Reihen ist für die VIPs reserviert. Und beim Essen müssen sie dann anstehen, wie bei Karstadt in der Kantine und sich das Essen holen, im Stehen machen. Meine Freundin ist ganz genervt, auf High Heels hier eine Stunde lang zu stehen. Das gibt es bei uns nicht. Hier wird gesessen,
Es wird von Kellnern serviert und es ist ein angenehmer Abend, der von morgens von abends um 8 bis morgens um 4 geht, weil nach den Kämpfen ist natürlich auch nochmal eine Aftershow-Party mit einer Live-Band, mit 11 Personen, mit 4 Sängerinnen, alles so Motown-Musik, weil die Leute möchten Musik, die nach der sie tanzen können, die cool ist, die groovt und natürlich auch mit Disc-Jockeys. Und ja, das wird eine runde Nummer. Kostet natürlich auch Geld, weil alles, was nichts kostet, ist nichts wert. Wer kauft sich einen Porsche für 3.500 €? Kein Mensch. Und bei uns kosten die Karten alle einheitlich 600 €. Und für das, was wir bieten, ist das ein Schnapper. Okay, also ich habe verstanden, es ist eine besondere Gala, eine besondere Galaform mit dem Dinner, mit dem gesetzten Dinner vorher. Jetzt nochmal zu den Kämpfen. Du sagst wirklich bis zum K.O. oder bis zur Aufgabe. Und selbst wenn ein Kampf dann eine Stunde oder länger dauert, genau. Ist das nicht gesundheitsgefährdend für die Kämpfer? Nö, also weil wenn ich überlege, Boxen ist Boxen, ja, und ein K.O. ist ein K.O., so einfach ist es. Und die Leute möchten klare Ergebnisse haben. Das war früher so gewesen und da gingen die Kämpfe teilweise 7 Stunden. Und bis man sich auch mal auf 15 Runden geeinigt hat und jetzt sind es nur noch 12. Graziano war der letzte Weltmeister, der 15-Runden-Kampf gemacht hat, wissen die wenigsten. Aber jetzt sind es nur noch 12 Runden und es gibt natürlich auch so Vorkämpfe mit 4 Runden, 6 Runden, 8 Runden, 10 Runden, deutsche Meisterschaften. Und bei mir gibt es eben nur 5 Runden, nur mit dem Unterschied, dass die 5. Runde halt etwas länger dauert. Die 5. Runde hat einfach kein Ende oder endet erst dann, wenn einer der Boxer wirklich ja, nicht mehr kämpfen kann. Ja, das ist, was die Leute sehen. Da gibt es keine 2 Meinungen, ganz einfach. Oder der kann aufgeben oder wenn jemand nicht mehr in der Lage ist, aufzugeben, dann ist natürlich ein Ringrichter, der den Kampf dann abbricht. Aber jedenfalls gibt nur einen klaren Sieger und der schnappt die Kohle und der andere kriegt Applaus. Jetzt beginnst du damit in Hamburg am 10. Juni. 10. Juni, ganz wichtiger Termin. Genau. Aber wir sind hier in Berlin. Kannst du dir vorstellen, solche Veranstaltungen auch mal in Berlin zu machen? Das ist Sinn der Sache. Ich möchte daraus eine Reihe machen. Das heißt, diese Veranstaltungen kann man ja in jeder Stadt machen. Wir hoffen natürlich auch, dass Leute aus Berlin nach uns nach Hamburg kommen. Wir haben Gäste aus Mallorca, die gebucht haben schon. Wir haben aus ganz Deutschland Leute, weil ich fahre ja auch überall hin zum Boxen, weil in Hamburg sind nicht so viele Boxveranstaltungen. Ich bin in Neubrandenburg, in Potsdam, in Berlin, in Dortmund, überall. Und das wäre natürlich auch schön, wenn viele Gäste aus Berlin, weil das ist ja noch eine Boxstadt, wenn die nach Hamburg kommen, um sich einfach einen schönen Abend zu gönnen mit Ladies, natürlich, das ist nicht nur eine Sache für Männer, sondern auch für Frauen. Und das soll so sein. Ziel der Sache ist, daraus später vielleicht sogar eine eigene Liga zu erschaffen. Das heißt, man kann so eine Veranstaltung 12-mal im Jahr machen, in jeder Stadt eine Veranstaltung. So ein bisschen wie es die UFC in den USA gemacht hat, sich etabliert aus einer Einzelveranstaltung und jetzt inzwischen finden alle 2 Wochen große Veranstaltungen statt. Ganz genau, so ist es. Ne? Wir wollen nur nicht alle 2 Wochen, aber ich kann mir schon vorstellen, in den verschiedenen Städten, das heißt einmal im Jahr in Dortmund, in Düsseldorf, in Berlin, München, Stuttgart, Hamburg, da machen wir natürlich 2, einmal im Frühjahr, einmal im Herbst. Aber das kann man vorstellen. Wir haben auch eine sehr, sehr, sehr coole Location. Das ist Terminal Tango am Hamburg Airport, direkt am Airport. Und das war eine frühere Charterhalle, also wo die Flüge nach Mallorca und Gran Canaria gingen. Und jetzt ist es ein Eventcenter und ich habe da 2400 Quadratmeter. Also es wird wunderbar. Wichtig wäre vielleicht noch, weil ich muss ein bisschen Reklame machen hier, wo die Karten zu beziehen sind unter www.k1pm.com. Können wir bestimmt auch nochmal einblenden. Das wäre sehr schön. An der Stelle. Jetzt auch nochmal, Kalle, du hast gesagt, du hast spezielle Regeln, so K1-Regeln, bisschen MMA-Regeln. Warum nicht reines Boxen? Ja, weil einfach bei den normalen Boxen kann es schon lange dauern, bis jemand ausgenockt wird. Ne? Und das ist einfach real. Deswegen nennen wir das ja auch so Hardcore-Fights. Weil es soll zur Sache gehen. Wir möchten keine Bodenkämpfe, weil das sieht man nicht. Das ist also unansehnlich, dass wenn sie vorm Fernseher sitzen, okay, aber wenn man in der Halle ist, dann sieht man dann einen Knoll, die da einer versucht, ihn festzuhalten, der andere versucht, rauszukommen. Sondern wir möchten Standing Fights, die Leute sollen die Kante geben. Das ist, was die Leute wollen. Die alten Gladiatoren, das waren die Vorbilder und so soll es auch wieder werden. Wir werden natürlich darauf achten, dass es nicht gesundheitsfördernd ist. Wir haben natürlich Ringärzte, wir haben Sanitäter, also wie gesagt ein Ringrichter. Wenn jemand zu Boden geht, wird kurz unterbrochen, bis er wieder steht. Aber der kann in einer Runde 10-mal zu Boden gehen und dann geht es trotzdem weiter. Jetzt haben ja bei Boxkämpfen ist der BDB, der Bund Deutscher Berufsboxer, der aufsichtführende Verband. Für deinen neuen Sport, diese Hardcore-Fights, gibt es ja wahrscheinlich noch keinen Verband. Oder hast du vor, einen Verband zu gründen? Kalle, to it all.
taking care of business. Also das kriegen wir alles so geregelt, das ist ja frei, das ist auch legitim, es ist legal, das ist kein Hinterhof-Fight oder so, sondern ganz offiziell. Und es gibt so viele Verbände in der Welt, ob ich da nun jetzt vorher schon einen gründe oder später, das ist eine Privatsache, die Leute unterschreiben Verträge, sie wissen, worauf sie sich einlassen, bekommen Geld dafür und deswegen ist das alles legitim. Und es, wie gesagt, es ist schon unter der Aufsicht eines professionellen Ringrichters und es sind Ärzte da, die natürlich jederzeit eingreifen können. Also wir wollen keine Verletzten haben, wir möchten nur korrekte, harte Fights, wo die Leute sehen, das ist der Beste, der hat gewonnen. Kalle, wir sprechen gleich weiter, finde ich ein wahnsinniges spannendes Thema. Wir holen gleich noch zwei Jungs dazu, die kommen aus dem Boxen, Enrico Kölling und Stefan Hertel gleich bei uns. Erstmal machen wir ein bisschen Werbung.